So, hallo und herzlich willkommen. Heute mal wieder zu einem Tutorial. Und zwar geht es um ein allgemeines Problem, was ich jetzt schon länger kenne und länger hatte und ich jetzt eine Lösung gefunden habe. Und die möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Und zwar geht es um die Aufnahme mit dem OBS bei Arma 2, zum Beispiel DayZ, oder Arma 3, zum Beispiel Epoch, Altes Live oder sonst irgendwas. Und zwar, wenn ihr mit OBS aufnehmt, kennt ihr das Problem vielleicht, wenn nicht, dann erkläre ich es kurz. Also ihr habt dann einfach quasi eine Aufnahme, hört auch den Sound und alles, die Spielgeräusche, aber leider habt ihr nur einen schwarzen Bildschirm. Und ja, es gibt eine Lösung dafür. Das Ganze wurde zu einer Cheat-Abwehr quasi von Arma 2 und Arma 3 gemacht. Und ja, dafür geht ihr quasi einfach auf eure Szene, wie ihr hier seht, Rechtsklick Eigenschaften, also die Szene eben von dem Spiel quasi schon, geht ihr auf Rechtsklick Eigenschaften und dann seht ihr hier die Option und da müsst ihr ein Häkchen reinmachen. Das ist eben gerade, wie ich gesagt habe, das diese Cheat-Geschichte und damit wird das quasi ausgeschalten. Und dann könnt ihr ganz normal Arma 2, zum Beispiel DayZ oder generell Arma 2 und Arma 3 eben mit OBS aufnehmen und auch streamen. Ich feiere es, weil ich in letzter Zeit ziemlich viel mit OBS aufnehme und da dann wieder auf Probleme gestoßen bin. Jo, schreibt mir in die Kommentare, ob es bei euch funktioniert hat. Bei mir hat es super funktioniert. Ich denke mal auch, wenn ihr noch andere Fragen dazu habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Wenn es euch geholfen hat, gebt natürlich einen fetten Daumen hoch. Freue mich über den Support. Und dann sage ich viel Spaß beim Zocken und bis zum nächsten Mal. Ciao.